Hey Leute, es ist Zeit für Winterreifen und der Tesla hat ein kleines Problem, das eventuell doch recht groß sein könnte. Wahnsinn, ihr treulosen Tomatenleute! Kann ich euch einfach irgendeinen Afro-German hinstellen mit ein bisschen langem Haar und ihr sagt, schönen guten Morgen Alexander, schön ein Video von dir zu sehen. Ihr seid mir welche. Yo, mein Bruder hat es ja schon gesagt, Winterreifen müssen drauf, plus Albert zeigt Ihnen das Problem. Leute, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist. Ich bin jetzt seit 2 Wochen zurück von der Italienreise. Ich glaube, es ist irgendwie auf dem Rückweg von der Italienreise passiert. Einfach ein Steinschlag drin, ja. Ich hoffe natürlich, dass man es ausbessern kann. Ich weiß es nicht. Der Jürgen, da fahren wir jetzt hin, Autoteil Zimmermann, einer der größten Elektroauto-Experten, der wird da sicher auch seine Meinung dazu abgeben können. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was sagst du, Albert? Austauschen oder reparieren? Das Problem ist halt, dass nicht nur der Steinschlag drin ist, sondern dass halt auch schon ein kleiner Riss drin ist. Und ich glaube, dann muss man es tauschen. Aber vielleicht, weißt du? Aber ich vielleicht glaube, ist es auch nur, wenn es im Sichtfeld ist. Ja, ich glaube gut, dass es nicht im Sichtfeld ist. Und auch, es ist nicht so nah am Rand. Ich glaube, es ist auch eher gut. Und was ich halt wirklich nicht will, ich will meine Vignetten nicht verlieren hier. Ne? Also, das sind ja Jahresvignetten. Gut, jetzt ist auch schon November, also ewig lang sind die sowieso nicht mehr aktiv. Aber, ne, schön Schweiz, Österreich, Slowenien. Gerade bei Jürgen angekommen und schon stellt neue Probleme fest, die ich noch gar nicht hatte. Jürgen, was ist das Problem? Das geht mir hier. Oh, jetzt höre ich es auf. Meine Güte, Mann. Der Jürgen, der hat so ein Ohr und so einen Blick, ne, wenn wir herkommen, der zeigt einen Fehler im Auto, den man noch gar nicht gesehen hat. Okay, und was, wie kann man das beheben? Ist es schlimm? Also das Geräusch, das Klicken stört mich jetzt nicht. Ich schaue gerade, ob die Befestigungsschrauben, die Türbremse selber ist an der Tür festgemacht. Und manchmal lockern sich die Befestigungsschrauben und dann hilft es, wenn man nur nachzieht. Manchmal ist aber auch die komplette Türbremse defekt. Und das kostet mich dann wie viel? Kann ich dir nicht sagen. Grob. Tesla Originalteil. 500? Kann, nein. Weniger? Also definitiv, vielleicht 150. Ah ja. Okay. Oder man lässt einfach so, ist jetzt auch nicht so schlimm. Das kann man auch so lassen, allerdings kann es passieren, dass die Bremswirkung der Türbremse nachlässt. Und wenn du dann, wenn der Wind von hinten kommt, und du bist in der Parklücke, dann haut es die Tür ans andere Ort. Wäre schade um das schöne Model X, ne? In dem Fall, ja. Ich bin so gerne bei Jürgen, weil Jürgen einfach nett und kompetent ist und dann ihm jetzt auch auf Elektroautos spezialisiert ist. Und dann trifft man sich einfach. Und hier ist der Christoph, der, warum bist du hier gerade? Ich bin hier wegen einmal Durchsicht zum Garantieende und den Winterreifen. Ach, du bist auch bei 80.000 Kilometern bald? Ja, schon mehr. CPO-Garantie sind wir schon bald bei 160.000. Oh, 160.000 Kilometer. Ich bin jetzt bald bei 80.000. Also bei 80.000 läuft bei Tesla die Garantie ab. Also werde ich dann auch nochmal den Jürgen bitten, da drüber zu schauen. Gute Idee. Du bist Anwalt, auch hier in Bayern? Ja, aus Rosenheim. Und du beschäftigst dich mit Elektroautos auch auf einer juristischen Schiene? Ja, mittlerweile seit über einem Jahr sehr intensiv. Mit dem Erwerb des eigenen Teslas kam das dann so auch zustande. Und seitdem helfe ich auch ganz vielen anderen, die Probleme haben mit ihren Tesla-Fahrzeugen. Und ja, wir versuchen das zu lösen mit Tesla und wenn es sein muss, auch mit Tesla. Okay. Also ich bin ja glücklicher Elektroautofahrer, bin mit meinem Auto ziemlich zufrieden, aber ich weiß, dass da auch immer mal was sein kann. Ich hatte auch bei meinem Model S immer wieder Probleme. Jetzt sagst du, du vertrittst Leute, ihr versucht Lösungen zusammenzufinden und teilweise auch gegen Tesla. Was sind so die Sachen, wo du sagst, okay, da muss man jetzt juristisch einschreiten? Ist nur Tesla oder Elektroautohersteller? Elektroauto generell, aber Tesla bildet sozusagen den ganz großen Schwerpunkt, auch mit der eigenen Erfahrung. Man muss auch das selber fahren und erleben, um das auch kompetent vertreten zu können, weil es eben schon sehr komplex ist, allein die ganzen Begriffe und man muss einfach drin sitzen. Hast du mal so die Top-Themen? Um die man sich streitet dann? Also Top-Thema ist sicherlich allgemeine Verarbeitungsqualität und Probleme, die da damit auftreten. Wo immer dann von Tesla kommt, ist gewisse Probleme sein Tesla-Standard, aber vom Kunden nicht genehmbar. Also der Kunde kommt zu dir und sagt, Christoph, pass auf, meine Spaltmaße sind so schlimm. Spaltmaße, Tesla will es nicht korrigieren. Lackqualität und einfach generell Probleme, die dann auftreten. Wir haben ganz viele Thematiken mit Antriebswellen, die sehr schnell ausschlagen. Wir haben Problematiken mit MCU-Ausfällen. Dann, wenn wir im Service Center sind, die Mitarbeiter sind alle sehr nett, sind alle sehr bemüht, aber verweisen dann immer wieder auf ihre Warranty Policies, wo sie nicht anders handeln können. Und
diese internen Richtlinien von Tesla stehen halt oft nicht in Einklang mit den Verbraucherrechten, die hier gelten. Okay, interessant. Also ein Thema, zu dem ich zum Glück noch nicht viel wusste und hoffentlich bleibt das so, hoffentlich brauche ich nie einen Anwalt. Ich hab einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe. Wie kann ich da verklagen? Den Stein? Meistens ist es so, wenn es jetzt nicht tatsächlich von einem LKW kommt, der vorne Kies geladen hat und bei dem der Kies drauf fiel. Da wäre der dann schuld, oder? Ja, da ist aber natürlich immer Nachweisproblematik schwierig, außer man hat es mit Dashcam und Ähnlichem. Ansonsten ist das eigentlich ein klassischer Fall für die Teilkaskoversicherung und Smart Repair, wenn es geht. Ich glaube, ich hätte da 500 Euro Selbstbeteiligung, das ist halt dann so. Naja. Du, Christoph, danke für den kurzen juristischen Einblick. Und hoffentlich brauche ich deinen Dienst nie, genau. Was es angeht, aber jetzt weiß ich, dass es dich gibt. Okay. Wenn was wäre, immer gerne. Und ansonsten freue ich mich über jeden, der nur glücklich ist und keine Probleme hat. So ist es. Super, gute Frage. Danke. Ne? Perfekt. Also hier sieht man ganz deutlich, dass die Heckklappe nicht richtig eingestellt ist. Wenn man hier einfach nur von oben nach unten drückt, hat man hier ganz viel Spiel. Wenn man hier filmt, sieht man das richtig krass, wie weit die Heckklappe rein und raus geht. Der Grund hierfür ist eine nicht richtig eingestellte Heckklappe. Normal sollte man hier eigentlich immer schöne Abdruckspuren sehen. Da dann einfach immer so halbe Umdrehungweise rausdrehen, dann nochmal zumachen. Ist schon weniger geworden. Und jetzt kann man hier noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Noch mal eine Viertel. Nicht ganz so viel. Sieht schon viel besser aus. Das Problem ist nämlich, hier sieht man schon ganz leicht Lackschäden. Weil beim Zuhauen die Klappe immer hier am Lack, den Lack berührt. Also ich habe mich jetzt noch verquatscht mit dem Christoph draußen. So, Albert war scheinbar drinnen hier und die Jungs haben einfach alles gemacht. Jürgen, ich lass die Reifen bei dir. Ach, du lässt sie bei mir? Ich lass sie bei dir, ja. Dann lässt du sie bei mir. So, ja. Dann siehst du, wenn ich schon alles... Die ist halt viel zu schnell. Sorry. Okay, ja. Hier, die guten, the new Arrow Wheels. So. Du fährst die auch, oder? Bitte? Fährst du die auch? Ich fahr die auch, ja. Ja, ich liebe die Teile einfach optisch schön und gut im Verbrauch. Und laufruhig. Wie bitte? Laufruhig. Laufruhig A. Und hier, schau mal, der Jürgen hat die dicken Werbeplakate auch von The New Era am Start. Sehen auch nice aus. Und die kommen dann wieder im Frühling drauf. Dann fahre ich hier raus zu dir, lieber Jürgen. Ey, dieses Model X ist ja mal so geil, ja. So ein bisschen matt, rötlich. Och, ein Traum, die Farbe. Und dir gehört's. Ja. Geil. Servus. Was für eine Farbe war denn mal original? Schwarz. Und da hast du gedacht, zu langweilig? Gib ihm. Nein, eigentlich wegen dem Schutz. Also vorne, okay. Ich stelle mich der komplette Steinschutz. Voll hier. Steinschutz. Da oben rum. Ja. Ja, aber optisch ganz ist es doch der Wahnsinn. Ja. Findest du es nicht auch einfach geil? Es ist schön, ja. Ja, so, es ist was extra. Also es ist nicht diese helle Farbe, so wie Tesla bringt, sondern ein bisschen dunkler. Ja, und individuell vor allem, weißt du, am Supercharger sehen alle Autos gleich aus, die meisten sind schwarz oder weiß, weil das die Farben sind, die umsonst sind, so, ne? Komplett da. Und jetzt hast du halt hier was einfach mal optisch was hermacht. Und Model X ist sowieso einfach impulsant, ich finde das Auto echt toll. Tolles Teil. Das ist ein schönes Auto, ja, das war. Wie viel hast du bezahlt für den Schutz, für die Folierung? Oh, für das ganze Auto ungefähr 6,5. 6,5, na gut, aber schon hat seinen Preis dann. Das hat seinen Preis. Da unten der Reifen. Dass hier Reifen kaputt hieß. Ja. Sieht so eigentlich nicht schlimm aus. Man muss aber die Gummilippe nach oben ziehen und dann erkennt man, wenn man genau hinschaut, ein paar Drähte von der Karkasse. Nein. Ja. Und das sieht man jetzt natürlich nicht sofort, ob das jetzt nur Nylon-Drähte sind oder ob das schon in den Stahldraht geht. Und der Stahldraht kann natürlich, wenn im Winter hier Salzwasser eindringen kann der rosten. Gut, Karkassenschaden brauchst du nicht, also... Richtig, im schlimmsten Fall, also Worst-Case-Szenario wäre, den Reifen verreißt auf der Autobahn. Okay. Das wäre wirklich der Worst-Case. Tritt so jetzt nicht sofort auf, da braucht man jetzt nicht sofort Angst haben. Okay, also ich kaufe einen neuen Reifen. Richtig. Gut, wie dringlich ist es? Ich muss ein paar Tage nach Slowenien? Das kannst du nur schon noch fahren.
Also es geht jetzt eher darum, wenn du jetzt den ganzen Winter damit rumfährst. Ja. Das würde ich nicht tun. Oh, okay. Noch salzen sie nicht, noch ist nicht so schlimm. Oh, okay. Gut. Die habe ich doch auch bei dir. Die hast du doch bestellt, ja, die Reifen. Genau. Die habe ja, ich damals drauf. Gut, gemacht. Dann kannst du mir den bestellen, dann komme ich wieder. Richtig. Gut, so. Danke. Ja, ich wurde gerade erinnert, dass wir aus einem bestimmten Grund auch noch hier sind. Ja. Der hier? Was, ach ja, der kleine, es gibt zum Glück nur einen. Ja. Ja, will ich jetzt nicht so ganz sagen. Da haben wir auch noch einen. Nein, Jürgen, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe mal, oh, zu Mann, viel. Mann, Jürgen, wirklich. Was? Du kommst hier hin mit deinem Auto. Ach, jetzt komm, jetzt hör auf, Jürgen, wirklich. Du kommst hin, bist glücklich mit deinem Auto, denkst dir, ich lasse die Reifen wechseln. Ja gut, aber das ist ja, ich dachte, ja, das ist Dreck. Also das ist nur die Oberfläche. Ja, also das kann man leicht aufharzen. Den kann man schon auch reparieren. Also gerade jetzt bei dem Wetter ist halt immer ganz, ganz wichtig, wenn man merkt, man hat einen Steinschlag, am besten einfach so, da gibt es entweder so Steinschlag-Saver-Pads oder man nimmt einfach nur einen klaren Tesafilm, damit hier nicht so viel Dreck reinkommt. Weil je mehr Dreck, genau, je mehr Dreck hier drin ist, umso schlechter kann man es verharzen und umso mehr sieht man den Steinschlag dann nach der Reparatur noch. Okay, und wo ist der dritte? Hier oben. Der ist auch ein bisschen... Genau, das ist nur so ein kleiner, das sind ganz viele ganz kleine. Also ja. Na ja, das sind Charaktersteinschläge, die braucht die Windschutzscheibe. Wenn man viel Autobahn fährt, ist das ganz normal. Es ist halt bloß, wenn die Kilometerstände recht hoch sind und immer noch die erste Windschutzscheibe und man hat überall diese kleinen Steinschläge drin. Wenn einem dann in der Nacht jemand entgegenkommt und der blendet vielleicht, dann meint man, man schaut in den Sternenhimmel, weil man nichts mehr durch die Windschutzscheibe sehen kann, weil die brechen natürlich das Licht. Manchmal, wenn die Kanten recht scharf sind, dann geht auch davon der Wischer kaputt, wenn der hier immer drüber geht. Auch das kann passieren. Gut, aber genau. Neue Scheibenwischerblätter solltest du so mal organisieren, die ziehen so schön. Kannst du es auch machen? Ja, die habe ich da. Die hast du da? Ja, klar. Also. Kann ich jetzt zwei neue drauf machen? Ja. Perfekt, ich sagte schon seit 10.000, 20.000 Kilometern, dass mich meine Scheibenwischerblätter langweilen. Aber es sind dann so Sachen, die kümmert man sich dann irgendwie doch nicht. Seht ihr, Jürgen ist auch stark. Falls der Akku mal leer ist, könnt ihr auch Jürgen anrufen. Der schiebt mich dann in den Wagen. Das sind ganz normale Bosch. AeroTwin, hier ist die Nummer für jeden, der es selber im Internet bestellen kann oder will. Alle wie viel 10.000 Kilometer, sagst du, sollte man die wechseln? Kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wie oft du im Regen fährst. Je wie faul du im Winter bist, ob du übers Eis wischt oder ob du vorher brav... Soll schon mal vorgekommen sein, sage ich. Soll schon mal vorgekommen sein, dann halten sie teilweise keine 5.000 Kilometer. Naja, so schlimm war es auch nicht. Aber ich war auch wirklich mit denen in Norwegen. Ich war extra letzten Winter bei dir. Für die neuen Winterreifen, ne? Ja. Und dann war ich eben da, ja, Norwegen, Schweden, Finnland, Lappland. Und das ist natürlich nicht gut für die Scheibenwischerblätter gewesen. Definitiv. Hier auch noch einmal schnell eingesteckt. Reichweite ist ein bisschen knapp bemessen für Hin- und Rückweg. Also da muss ich nicht schleichen. Danke. Da war noch eine Sache. Hier, die Tür war ja auch nicht mehr ganz genial, bevor ich mich mit Christoph unterhalten habe. Und jetzt? Ah, hört. Ne, ist aber immer noch, ne? Hat er es nicht repariert? Scheinbar nicht. Muss man wohl das Ersatzteil holen für, was hat er gesagt, 150? Ich lasse einfach so. Okay. Steig mal bitte wieder beim Kollegen ein. Bei mir? Ja. War auch schon länger? Nee. Danke dir. Jetzt kommen wir wieder nach München. Müssen wir nicht schieben. Das ist der Service. Da fährt der Chef dem Kunden das Auto auch noch persönlich raus. Mit der Begründung, das Tor ist ziemlich eng, ich mach's lieber selber. Naja. Also, lieber Jürgen, das hätte ich auch geschafft, aber Dankeschön. Danke für alles, danke fürs Rausfahren. Ich glaube, es hätte ich auch selber geschafft. Kein Problem. Aber ich bedanke mich trotzdem dafür. Mir geht es mehr um meine Werkstatt, weißt du? Du, pass ich schon auf. So, also mit 7 Problemen, von denen ich wusste eigentlich von den meisten nichts, gehen wir hier wieder raus aus der Sache. 3 Steinschläge, Heckklappe. Ui, Vorsicht, Katze. Oh, Kätzchen.
Die Tür war nicht richtig und Scheibenwischerblätter. Naja, der Jürgen, da kommst du hin und der hat halt den Blick. Krasser Fachmann, super netter Typ. Und dass er mir hier vorne so ein bisschen die Entwarnung geben konnte, dass ich wahrscheinlich nicht eine neue Windschutzscheibe brauche, sondern das reparieren lassen kann, das ist natürlich gut. Das wird dann wohl das nächste Thema sein, um das ich mich kümmern muss. Und ansonsten, ne, Albert war gut beim Jürgen, ne? War super, der Mann weiß, von was er redet. Okay. Ja, danke fürs Dabeisein, habe die Ehre, wir empfehlen uns. Die Bangula Brüder sind jetzt out! Puh!